Der Mensch benötigt in seiner Nahrung eine ganze Vielzahl von Nährstoffen, ohne die er nicht lange überleben kann. Dazu zählen natürlich deshalb die sogenannten Vitamine, aber auch einige essentielle Aminosäuren. Aminosäuren sind zum Beispiel wichtig für den Aufbau eines gesunden Immunsystems, aber auch für Muskelzellen und ein straffes Bindegewebe. Manche Aminosäuren kann der Körper aus anderen herstellen und benötigt sie unter normalen Lebensumständen nicht zusätzlich zur Nahrung. Dazu zählt auch die deshalb sogenannte semi-essentielle Aminosäure L-Arginin. Ja, und besonders bei erhöhter Muskelbelastung und auch bei Stress steigt der Bedarf an L-Arginin wirklich sprunghaft an. Logisch, da der Körper mehr verbraucht und mit der Produktion nicht mehr nachkommt. Das führt dann vorschnell zu Ermüdung und verlängerten Regenerationsphasen zwischen den Trainings oder Wettkämpfen. Also nicht nur Profisportler haben deshalb schon seit längerem nach zusätzlichen natürlichen Quellen für L-Arginin gesucht. Geht man in unseren normalen Lebensmitteln auf die Suche nach L-Arginin, dann findet man es vor allem in den eiweißreichen Nüssen, aber auch Weizenkeimen oder Meeresfrüchten. Hier sehen wir eine vergleichende Auflistung vom Arginingehalt in Lebensmitteln. Die Angaben entsprechen der Milligrammmenge Arginin in 100 Gramm eines Lebensmittels. Wir sehen hier neben den Nüssen auch einige der begehrtesten Meeresfrüchte. Nicht zuletzt deswegen spricht man Fisch oder besonders Muscheln als hochwertigen Eiweißquellen seit langer Zeit sagenumwobene, stärkende Kräfte zu, vor allem bei Männern. Denn Arginin ist durch seine einzigartige Rolle im Stoffwechsel ein echtes Powermolekül. Es ist die einzige Aminosäure mit 4 Stickstoffgruppen und deshalb ganz entscheidend für die wichtige Stickstoffbilanz bei Sportlern in der Aufbauphase. Ja, und ein großes Problem hat der Sportler aber, der versucht, sein Arginin allein durch die Lebensmittel aufzunehmen. Denn die enthalten neben dem argininreichen Eiweiß immer auch eine gewaltige Menge Kalorien. Und davon baut nicht nur der Muskel auf, sondern der Bauch und auch die Hüften. Will der Sportler 5 Gramm, das sind 5000 Milligramm Arginin, aufnehmen, dann müsste er zum Beispiel eine ganze Tüte Erdnüsse, und die hat über 1000 Kalorien, essen. Oder wahlweise ein halbes Kilo Haferflocken. Und das 30 Minuten vor dem Training. Das ist nicht möglich. Denn ein voller Bauch trainiert nicht gerne, weil er dann mit der Verdauung vollends ausgelastet ist. Forever Living Products ist seit mehr als 30 Jahren ein internationaler Marktführer für hochwertige Produkte auf der Basis von Naturstoffen. Nach der erfolgreichen Entwicklung von inzwischen 200 Produkten hat der Familienbetrieb sein ganzes Know-how in Agiplus investiert. Agiplus liefert Ihnen ganze 5000 Milligramm Arginin, damit Sie vor dem Training Ihren gesamten zusätzlichen Bedarf abdecken können. Und das mit nur 40 Kalorien. Und das ist sensationell. Und deshalb hat das diätetische Lebensmittel schon am ersten Tag seiner Einführung den 3. Platz im heiß umkämpften Argininmarkt in Deutschland gewonnen. Und die weiteren Wachstumszahlen sind atemberaubend. Die natürliche Süße im Agi ist übrigens das Xylitol. Es hat als natürlicher Zucker bei voller Süße gerade einmal 40 Kalorien. Aber es greift weder die Zähne an, noch ist es für den Diabetiker irgendein Problem. Ja, und der Grund dafür ist aber nicht nur die große Menge der freien Aminosäure Arginin, sondern die ausgeklügelte Mischung aus Mikronährstoffen für die Verwertung der ganzen Kraft des Arginins. Dazu zählen die wichtigen Vitamine C, die B-Vitamine und auch das Sonnenvitamin D3 für gesunde Knochen. Diese fehlen nämlich in fast allen Argininprodukten auf dem Markt. Verkauft sich zwar gut, tut aber nicht gut. Vollkommen vernachlässigt war in der Sportlerernährung auch das wichtige Vitamin K. Das findet man vor allem in grünen Lebensmitteln wie Spinat. Popeye, der Seemann, lässt grüßen. Zu dieser Vitalstoffmischung kommt jetzt eine gehörige Portion Farbe in Ihr Leben. Denn Forever Living Products arbeitet seit langen Jahren als Spezialist an Extrakten aus den farbintensiven sekundären Pflanzenstoffen. Für den Profi- oder Hobbysportler mit erhöhter oxidativer Belastung sind die Antioxidantien immer herzlich willkommen. Zum Vitamin C kommen im Agi die gesunden Extrakte aus Granatapfel und verschiedenen Beeren. Dazu zählt der Holunder, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, schwarze Johannisbeeren und Schattenmorellen. Statt des gesunden Glases Rotwein kommen hier Extrakte aus Traubenschalen hinzu. Aber keine Angst, Sie können weiterfahren, denn den Alkohol haben wir nicht mehr dabei. Trotz des fehlenden Alkohols erinnert das Agi Plus schon ein wenig in der Zubereitung an einen Tequila Sunrise. Schauen wir uns einmal an, wie diese Zubereitung genau funktioniert.
Also wenn Sie die Dose Agi Plus öffnen, steigt Ihnen schon der fruchtige Geruch der Beerenextrakte in die Nase. Ihr könnt es hier schon deutlich riechen. Innen finden Sie dann einen Dosierlöffel mit Markierung. Bitte nehmen Sie nur bis zur Markierung gefüllt einen Löffel Pulver hinaus. Ein Dosierlöffel reicht dann für einen ganzen Tag. Insgesamt reicht eine Dose dann für einen Monat, wenn Sie es täglich nutzen wollen. Am besten ist es, eine Portion eine Dreiviertelstunde vor dem Training mit 250 bis 400 Milliliter Wasser zu mischen. Am besten trinken Sie es dann auf einen Rutsch. Oder Sie trinken es morgens, auch gerne zusammen mit der Aloe Vera natürlich. Bitte immer auf nüchternen Magen direkt nach dem Aufstehen. Ihre Speicher sind dann wirklich den ganzen Tag gefüllt. Wenn Sie das Agi mit Wasser mischen, nutzen Sie am besten einen langen Löffel, der ganz bis nach unten in das Glas reicht, und rühren Sie lange genug, um alle Fruchtextrakte aufzulösen. Dann sehen Sie den versprochenen Agi Sunrise zum Frühstück. Erst ist die gesamte Flüssigkeit nämlich dunkelgrün und dann sehen Sie langsam beim Rühren, wie es von unten her hochsteigt und rosa wird. Tipp übrigens, wenn Sie das im Fitnessstudio mal machen in Ihrem, dann müssen Sie möglichst lange rühren. Das Schöne ist, das hört jeder, das Klimmen und das Rühren, und jeder sieht, wie diese Farbe umschlägt. Und dann haben Sie schnell eine ganze Gruppe von Menschen um sich herum. Und das Schöne ist, dass jeder davon anschließend fragt, was ist denn das, wie funktioniert das? Und Sie können sofort erklären. Der ein oder andere, der anfängt, Agi zu trinken, der hat übrigens am Anfang vielleicht Probleme mit der großen Nährstoffmenge, Magen oder Darm. Da hilft es schon zum Einstieg, erst nur so ein Drittel in etwa zu nehmen und das so 2-3 Tage zu machen. Und dann bitte mit Wasser mischen bei Zimmertemperatur. Desto weniger Probleme treten auf. Ja, und eine gute Kombination, Ralf, zum Agi Plus ist übrigens das Forever Calcium mit der Artikel Nummer 206. Das Agi dann bitte morgens und das Calcium abends vor dem Einschlafen. Also fassen wir noch einmal die Argumente für den Agi Plus zusammen. Ganz wichtig, steht auf der Kölner Liste, garantiert dopingfrei für Profisportler. Ist speziell für Sportler mit erhöhter Muskelbelastung, für schnellere Regeneration und einen gesunden Aufbau. 5000 Milligramm L-Arginin bei nur 40 Kalorien. Mit den Vitaminen C, B6, B12 und Folsäure. Dem Sonnenvitamin D3, der Folsäure Vitamin K2. Und das alles ist für eine bessere Verwertung des Arginins. Und dazu dann eine einzigartige Mischung mit den Extrakten aus Granatapfel, Holunder, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren und Schattenmorellen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß dabei.